Roman, verdammte Scheiße. Heute in der Vorrunde wird's richtig abgehen mit Bonk Taggy als Champion. Wollt ihr das sehen? Macht mal Lärm! Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net. Rapper Mittwoch Battlemania Vorrunde mit Beat. 3x8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Willkommen bei der Battlemania. Wir haben hier 6 MCs und einen, der mit der Wildcard dann ab dem Halbfinale dabei ist, um sich komplett zu zerreißen. Heute in diesem Battle mit dabei. Er war auf jeden Fall heute in der Cypher sehr souverän und hat einen coolen Text gerappt. Machen wir euch ein Level Da Vinci. Battlemania. Dann eben hier gerade in der Qualifikation. Er hat auf jeden Fall ein paar Punches gehabt. Machen wir euch ein Level Max Payne. Battlemania. So, dann haben wir noch einen MC, er hat es einmal bis ins Finale geschafft. Und ich bin der Meinung, man muss ihm immer ein bisschen Chancen geben. Machen wir uns dafür Amen! So, dann kommen wir jetzt zu weiteren 3 MCs. Einer, der war letzte Woche mit, vor 2 Wochen mit dabei und er war ziemlich gut. Machen wir uns dafür besser! Und wir haben hier noch einen MC, er meinte zu mir, heute ist er vorbereitet, heute hat er Punches. Ladies and Gentlemen, grüß jetzt in der Battle, Tyrone Blackshirt! So, und wir haben noch einen, er war gerade in der Cypher, würde ich sagen, ziemlich schlagfertig und hat mir ein paar gute Punchlines gegeben. Ich wollte mich gar nicht weiter mit ihm messen, weil ich wollte ihm das sein lassen. Bitte mach mal ein Level Bison! Und ab dem Halbfinale wird der Champion hier mitten in das Battle stoßen. Mach mal ein Level! Bonk Taggy! Eine links, eine rechts. Ladies and Gentlemen, heute jetzt hier in diesem ersten Battle Tyrone Blackshirt gegen Da Vinci! Tyrone Blackshirt, du wurdest als erster gezogen. Ich nenne die Faust. Faust. Er soll anfangen. Da Vinci soll anfangen. Achtakte Freestyle Schlagabtausch über den Beat von MF Doom. Ein Beat von MF Doom. Los geht's. Yeah. Oh. Alle Hände in die Luft, Berlin, come on. Hey, hey, hey. Yo, okay, Tyron Blackshirt. Let's go, let's go, let's go. Come on. Yo, Tyron, was ist los? Du chillst mit Hose und kriegst trotzdem immer keinen hoch. Die ganzen Frauen sind von dir enttäuscht, weil du nur von schönen Frauen träumst. Du willst ein Battle-Gegner sein? Ich werd dich zerreißen, dir ein paar klatschen, dann kannst du dir ein Pflaster auf die Wange kleben und dich als Nelly bezeichnen. Ja, denn du gehörst zu den Leichen. Ich soll kein Hochkriegen, was bist du für ein Blender? Dicker, die Frauen sagen zu mir nur noch den Goldständer. Yeah, ich soll der Nelly sein. Yeah, yeah, und heute wird es für mich ein Schlemmer. Ich soll Nelly sein, okay, dann wird es auf der Bühne ein Dilemma. Ha, zieh mir noch Kelly Rowland ran und dann fick ich deinen Arsch, so wie deine Omas kann. Change. Alter, was kriegst du für Anus Lines? Ich glaub, Junge, dein Penis ist zu klein. Du hast irgendwie eine kleine Coronis. Was ist los mit dir, weil du tot bist? Ich hab dich gerade live getötet. Und da baumeln nur noch 2 kleine Klöten. Ja, du weißt, Mann, du bist nur ein Fötus. Guck mich an, Mann, du kriegst keine Fotos. Kent! Ey, Dicker, glaub man nicht, du wärst hier besser. Du bist nicht Leonardo da Vinci, sondern die lesbische Schwester von Casper. Seh das sein, du kleiner dreckiger Hund. Du wirst heute sogar von Pippi Langstrumpf gebummt. Ha, aggressiver Style, der zieht nicht. Scheiß mal deine drauf, ich gebe dir mit dem Biest nicht. Scheiß drauf, erst. Und noch 1, 2 und Chant. Yo, Mann, Tarek, du siehst aus wie Bernd. Rappen hast du doch irgendwann von mir gelernt. Also was ist los, Mann? Klär dir mal ne Ho. Und dann gehen wir zu mir in mein Büro. Da ziehen wir sie aus und fallen über sie her und machen sie richtig klar. Das ist doch auch dein Style, ja. Yeah. 1, 2, 3 und Chant. Irgendwas muss doch in seinem Kopf nicht richtig ticken. Erst will er mich töten, damit wir zusammen eine Schlampe ficken. Digga, ich dachte, ich hab einen kleinen Schwanz. Doch trotzdem komm ich immer bei dir an. Digga, was redest du da? Du hast mir Rap beigebracht. Ich konnte schon rappen, bevor du Hosen scheißen kannst. Digga, du bist ein großes Peppers-Kind. Scheiß mal auf deine Mutter, ich fix sie geschwind. Aus! Mach mal die beiden MCs hier! Gebt euch Respekt, MCs, gebt euch Respekt!
Es ist immer ganz wichtig, dass ihr euch nach dem Battle Respekt gibt. Das ist Sport und nichts Ernstzunehmendes. Das Gremium guckt euch auf die Finger. Ich hoffe, ihr habt die Punchlines gecheckt. Zeigt mir eure Hände, wenn ihr im Halbfinale Da Vinci sehen wollt. Zeigt mir eure Hände, wenn ihr mal recht seid für Tyron Blackshirt. Herzlich willkommen im Halbfinale Tyron Blackshirt. Wow, kommen wir hier zu einer sehr interessanten Vorrunde von zwei MCs, die man eigentlich schon durchaus kennt, aber hier sieht man Steigerung. Tyron Blackshirt gegen Da Vinci. Tyron, ich hatte das erste Mal das Gefühl in der Vorrunde, dass du richtige geile Rebuttals machst und Punchlines hier raushaust. Was hat sich verändert bei dir? Ich trainiere härter. So, ich habe echt viele Punchlines aufgeschrieben. Ich habe 1% von den Punchlines, die ich habe, verwendet. So. Ich bin auch heute noch mal so aufgeregt in die Cypher gesteppt, so, weil es wirklich das erste Mal war, dass ich mir was merken musste. Und ja, ich habe gesehen, das funktioniert. Also für dich war es ja auf jeden Fall auch nicht so einfach gegen so einen energiegeladenen Tyron, aber du steigerst dich ja auch immer wieder. Wie war das Battle heute für dich? Ja, ich hatte irgendwie nicht so wirklich Chancen heute gegen Tyron. Er hat wirklich sehr stark gegen mich agiert. Ich war darauf gar nicht so vorbereitet, dass er mir gleich so kommt. Und ich hatte auch ein schweres Statement so, weil ich vor ihm angefangen habe, weil er gewählt hat, dass ich vor ihm anfangen muss. Und ja, wie gesagt, souverän mich weggebettelt, so hatte ich gar nicht viel mehr dazu beizusagen. Das Ding ist so, alle Leute haben immer gesagt, ich soll Punchline schreiben und in der nächsten Saison wünschen sie sich, dass ich sein lasse. So. Was ist eure Meinung zu diesem Battle? Schreibt alles in die Kommentare, vergesst nicht uns zu abonnieren und bleibt am Start. Eine links, eine rechts, bitteschön. Amek gegen Boysom. Oh, das wird interessant, Alter. Amek, du wurdest als erster gezogen. Faust oder Ficker? Faust. Faust. Nicht buhen, respektiert den Künstler. Okay. Amek soll anfangen hier in diesem Battle. Achtung, Freestyle-Schlagabtausch über ein Beat von? Yeah. Gogo. T-Kogo Sounds, Alter. T-Kogo, unser Beat-Producer. Komm mal auf die Bühne, T-Kogo. Für diesen Moment. Alle Hände hoch für unseren Beatmaker heute. T-Kogo. Let's go. Yo, Digga, du wirst hier zerstört, man, du siehst aus so wie die Schlampe auf deinem perfekten Shirt. Man, was geht ab, Mutterficker, dass du es nicht drauf hast und wie ich deine Mutter fick, ich gebe dir den Laufpass. Ah, ey, ich rap und du verbrennst dich, man, wer bist du? Ja, keiner kennt dich. Man, was geht ab, Mutterficker, voll Blamage. Man, wer bist du? Ich kenn nicht mal deinen Namen. Hey, yo, ich zeig dir, wer der King hier ist. Meine Mutter, ey, die will dich nicht. Ey, was willst du hier mit deinen roten Haaren? Ey, ich lass diese Ho jetzt blasen. Yeah, das hier ist Weißhahn, du Fotze. Bei deinem Rap muss ich erst scheißen, dann kotzen. Yeah, du alte Schwuchtel, du bist für mich nichts als eine Nutte. Change, halt deine Fresse, Alter, du bist pädophil. Ich komm rein so mit Ziel und du machst hart hier auf G. Aber nix da, ich zeig dir ein Ficker. Mann, was geht ab, Alter, guck mal, das ist Schicksal, dass du verlieren wirst, denn du wirst hier gekillt. Ey, AMK, ich bin so heiß, da wird gegrillt. Was geht ab, ja? Ich fick hier locker deine Oma auf, deine Mutter war mehr Kumpel drauf, als in Soma. Hey, du denkst, ich werd verlieren, da liegst du falsch. Ich fick gleich noch deine Freundin in den Hals, Mutterficker. Yeah, Karate Andi für Reiche. Ich find deine Mami echt scheiße. Yeah, denn sie sieht so aus und du bist ein krasser Lauch und du hast es einfach nicht drauf. Yeah, das hier ist Beißer, der King. Doch zwei kannst überhaupt nichts bringen. Mixer, guck mal, du machst hier voll auf Gangster. Ich fick deine Mutter, aber wie fickt man Reagenzstars? Das geht gar nicht, ey, Arsch weg. Also halt deine Klappe, guck mal, das kriegst du halt gratis. Und was geht ab? Ja, jetzt kriegt der Wichser Durst, wie du aussiehst, als wäre deine Mutter Conchita Wurst. Mutterficker, ja, du bleibst leider. Deine Zeit ist jetzt vorbei, mein AMK ist für'n Fighter. Ey, deine beiden Schwestern, ich treib es mit beiden, wie man richtig fickt, ey, ich werd es dir zeigen, Mutterficker. Ja, du kommst nicht klar, ich bin hier der King, ich bin wunderbar, yeah. Nutze halt deine Fresse, weil ich einfach viel geiler rappe. Und jeder hier in der Crowd weiß, ich bin der Boss. Yeah, du wirst gleich echt geboxt. Aus! Mach mal ein bisschen lauter, die beiden MCs hier in dieser interessanten Runde. Also, zeigt mir auch einer für den MC, der hier angefangen hat in diesem Battle für Amek. Zeig mal auch einen für den MC, der nachgelegt hat für Beißam. Dankeschön. Herzlich willkommen im Halbfinale Beißam.
wir hier zum Vorrundenmatch zwischen Beisam und Amek, unserem Freikartengewinner aus der Rapper-Mittwochschlange, vor der Tür. Ey, also, ich habe ja draußen schon gesehen, dass du gut bist, aber ich war sehr überrascht, wie du gegen so einen souveräneren und erfahrenen MC wie Amek da agiert hast und richtig gut kreativ und mit Punchlines richtig um dich geworfen hast. Wie war denn das hier von so einer Crowd? Ja, erstmal Shoutout an Mitch, habe ich versprochen. Und auf jeden Fall, ich hatte eigentlich Angst vor dem Freestyle, weil ich hatte a cappella ein bisschen was vorbereitet, dachte, da kann ich vielleicht punchen und habe auch noch nie so auf der Bühne gefreestylt und habe halt immer zugehört, versucht zu kontern und irgendwie ihn auseinanderzunehmen und hat scheinbar ganz gut geklappt. Also Amek, 19 Jahre alt, ich meine, also ich habe auch nicht gedacht, dass der so souverän sein würde. Warum hast du gegen ihn irgendwie nicht dich so durchsetzen können? Ich war auch überrascht auf jeden Fall, für Newcomer auf jeden Fall echt krass. Hat mir gut gegeben, seine Lines waren kreativer als meine. Und mir haben die Konters gefehlt auf jeden Fall. Und zum Beispiel wollte ich auch sagen, bei deiner Mutter gingen mehr Kumpels drauf als in Soma und nicht bei deiner Mutter sind mehr Kumpels. Und dann habe ich es ein bisschen verkackt, ja, er war gut. Ja, wie ist eure Meinung zu dem Battle? Schreibt alles in die Kommentare, abonniert uns, liked uns bei Facebook und teilt unsere Videos. Wir zählen auf euch, ihr seid doch unsere Fans. Guckt euch den Rest an. Los geht's. So viele Gesichter. Besser gegen... Es ist eigentlich klar. Besser gegen Max Payne, Ladies and Gentlemen. Macht mal Lärm, nimm Berliner Style, Alter. Besser, du wurdest als Erster gezogen. Faust oder Ficker? Ach so, ich darf das entscheiden. Ficker. Ficker. Max Payne soll anfangen. Acht Takte Freestyle, Schlagabtausch über ein Beat von Cannabis. Cannabis! Da bin ich gespannt, was hast du uns mitgebracht. Yeah. Wenn der Beat anfängt, will ich alle eure Hände in der Luft sehen. Komm jetzt! Berlin! Zeigt mal, wo ihr seid! Wir sind nicht in Osnabrück. Los geht's! Ich fang an, ich soll dich zerstören, toll. Dein Mic ist so leise, weil man dich nicht hören soll. Du weißt, wie es läuft, YouTube, scheiß drauf. Gib keinen Fick, weiß dein Maul zu weit auf. Doch der Lauf meiner 9mm ist in deinem Mund und ich komm an. Und chill! Okay, also du bist im Battle echt keine Hürde. Leiser sein wär gut, wenn es bei dir immer so sein würde. Ja. Ist doch so, Mann, du kommst an mit deinem echt verkackten Pisser-Flow. Aber pass auf, hey, du bist nicht so Gangster, Mann. Höchstens deine Olle, denk daran. Mann, die ist echt Gangster, die Alte. Die ist wie deine Sonnenbrille, Mann, die hängt mir am Hals. Chillt. Oh, mieser Shit, ich geb keinen Fick drauf, weil ich dich Pisser fick. Guck mich an, Nummer 1 in dem Game, Mr. Max Payne, du bist nur lame. Heute hol ich mir meinen Fame. Das ist Rapper Mittwoch, macht alle mit doch. Ich geb keinen Fick, weil ich den Keck koch. Es ist viel zu heiß hier drin, ich geb keinen Fick drauf, weil du nur Scheiße bringst. Tilt, ist schon klar, Mann, leider bist du mega kacke, so wie dein Outfit mit deiner Lederjacke. Aber scheiß mal drauf, ey, ganz ehrlich, mach lieber meinen Mic noch lauter, damit man ihn noch gar nicht versteht. Denn Punchlines, was hast du denn da schon? Du machst so Panel. Und dann hört das schon auf. Was willst du machen, Mann, Digga? Ich burne das Haus. Er macht auf Eminem, er, du siehst ihn wegrennen. Gib keinen Fick drauf, ich hör die Boxen brennen. Nummer 1 in dem Game, bringe immer dieselbe Scheiße. Scheiß drauf, Mann, ich weiß, wie es läuft. In dem Business alles nur Toys. Ich gebe keinen Fick drauf, denn ich bin das Beste auf Deutsch. Noch zwei Takte, Homie. Zwei Takte, Homie. Deine Hoch läuft mies. Ey, ganz ehrlich, guck dir Bitch mal an. Du machst ein Wettrennen im Rückwärtsgang. Das geht echt nach hinten los. Guck mal an, du hast keine Stimme, Flows oder Taktgefühl. Und du kannst nicht mal zählen. Nach drei Zeilen bist du vorbei. Du bist im Game, nichts weiter. Ach man, du bist nicht im Rap-Game. Du bist ne Spaß, du nennst dich Max Payne. Mach mal einfach diese beiden MCs. Ihr habt das in der Hand, das Gremium, guckt euch auf die Finger. Ich hoffe, ihr habt auf die Punchlines gehört und nicht so viel geschnackt. Wenn du im Gremium bist, Axel, geht das immer ab, Alter. Wie im Förderunterricht auf einer Hauptschule, Alter. Ja, ja, ja. Zeig mir auch einer von dem Sie, der hier... Veto für mich, ja? Oh, sorry. Zeig mir auch einer von dem Sie, der hier angefangen hat in diesem Battle für Max Payne. Ihr habt geguckt, ja? Zeig mal, wer sie danach gelegt hat, hier in diesem Battle für Besser. Herzlich willkommen im Halbfinale, Besser. Aber trotzdem macht mal Lärm für Max Payne, du musst mehr üben. Du musst mehr üben.
Gentlemen, kommen wir zur Vorrunde zwischen Besser und Max Payne. So, Besser, dich haben wir ja in der letzten Show gesehen. Ich habe dann in den Interview, in den Kommentaren gelesen, so, ich durchforste nicht alles im Internet, ja, dass du ein VWT-Veteran bist, ja? Ja, naja, kommt drauf an. Eher so ein RBA-Veteran, weißt du? Okay, und dann endlich auf der Live-Bühne vor so einer Crowd. Ja. Wie ist das für dich? Was ist da der signifikanteste Unterschied und wie konntest du dich durchsetzen gegen ihn? Also der signifikanteste Unterschied ist, man sieht die Reaktion sofort. Man muss da nicht erst 3 Wochen warten, die Kommentare durchlesen, ist eh nicht so mein Ding. Ich guck dann ein paar Leuten ins Gesicht, dann sagen die, yo, finde ich cool, indem sie schreien. Und dann kann ich das akzeptieren, weißt du? Und das ist schon eine ganz coole Sache. Max Payne, ich meine, ich habe ja gehört, Rap schon ein bisschen länger, aber irgendwie so im Battle ist nicht so einfach, irgendwie wach zu bleiben im Kopf. Was ging da irgendwie schief? Ja, ich habe erste Line so gelegt gegen ihn mit, dass man ihn nicht hören soll und sowas und dann die schon gechoked und dann war vorbei, so im Kopf raus bisschen und dann erste Mal auf der Bühne freestylen, was ist passiert. Tja, Rapper Mittwoch gibt den Leuten einfach die Chance, diese Erfahrung überhaupt mal zu machen. Das geht nicht überall, bei uns geht das. Wie ist eure Meinung? Schreibt das in die Kommentare, welche Punchlines haben euch gefallen? Abonniert uns hier oben oder da unten oder wo auch immer ihr wollt. Gebt uns einen Daumen hoch, ihr wisst Bescheid und ganz wichtig, teilt uns bei Facebook. Guckt euch den Rest an.